Vergessen das Mikro in meine Richtung zu drehen, da sind wir wieder zurück. Und wir machen weiter. Ich hätte nicht so viel essen dürfen. Deswegen musste ich in der letzten Folge, die letzte Folge schon so früh und, ja, beenden. Ich hab da, ja, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Doch immer an solchen geheimen Orten. Also den hätte ja wohl sogar ein Dreijähriger in 3 Minuten gefunden. 110. Ich glaube, so viele goldene Steine habe ich noch nie in so kurzer Zeit bekommen. Wirklich 20? Ja, 20. Das ist natürlich auch Han Solo will, ist klar. Der müsste auf... Okay, wo könnte der Droide sein? Vielleicht da, wo man ihn in Episode 4 sieht. Hinter diesem Strahlenschild. Wieso habe ich das Ding überhaupt zusammengebaut? Ups. Oh, das war unnötig. Ja, wo wird er wohl sein? Da ist er nicht. Ups. Ich denn hier? Aha, er versteckt sich hier hinter einer geheimen Tür. Das ist echt. Kümmert euch gefälligst mal um die. Oder beschäftigt wenigstens so lange, bis ich die Tür hier zusammen habe. Jetzt ja. Der war jetzt weniger offensichtlich zu finden. Die Tür muss man auch erstmal kennen. Hälfte haben wir jetzt, wenn ich jetzt richtig geguckt hatte. Bei 10 waren wir ja. Ne, 11 sogar schon. Jetzt kommt Obi-Wan Kenobi, wo der sich wohl versteckt. Oh Mist, ich hasse dieses Ding hier drinnen. Bin ich richtig? Nee. Was zum... Jetzt hab ich gerade wirklich meinen Kopf abgenommen habe und damit den Java eine gekloppt habe. Nee. Wieso? Ein Glück, ich habe noch rechtzeitig gewechselt. Ich vermute mal, der ist hier dahinter.
und deaktiviert deswegen. Habe ich dich. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich gehe direkt auf die zu, aber ich habe diese Kopfgeldjägerjagden bisher eigentlich noch nie gemacht. Dennoch ist es fast so, als würde ich genau direkt auf die zulaufen. Oh. Hier gehe ich richtig hin. Ist er hier vielleicht im Kino? Ne, hier wird es wieder schwächer. Dann ist er vielleicht hier irgendwo. Hinter einer von den Türen. Muss er ja. Ja, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gerade noch zusammengeschlagen. Okay, Chewbacca war jetzt auch nicht unbedingt sehr schwer. Ich hoffe, dass ich die Folge nicht schon wieder frühzeitig beenden muss, weil ich auf Toilette rennen muss. Schon wieder. Sondern dass ich wenigstens die Folge noch alle von diesen Kopfgeldjägerjagden hier schaffe. Dich will ich. Wo bin ich hier auf dem Todesstern? Nee, nicht in die Richtung. Ich mache Abgang. Ich hoffe, ich gehe richtig. Genommen ist er ja auch ein Klon. Offenbar hockt die in ihrer Zelle. Das ist jetzt meine Theorie. Ja. Hier vielleicht? Auch mal probieren. Nee, hier hockt ein Skelett. Hier war sie nicht. Nervt nicht. War sie in der anderen Zelle? Hat auch nicht gerade viel Zeit, um alle zu finden. Bin gleich wieder zurück, ich muss nur mal kurz cutten. Ich bin wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was jetzt los ist. Jetzt diese und die, gerade die letzten Folgen. Gerade jetzt, wenn ich aufnehme, kommt, ist irgendwie was. Gerade eben zum Beispiel war jemand an der Tür. Darf ich nicht vergessen, dass ich die Folgen dann auch noch entsprechend zusammenschneiden muss.
Nee, hier bin ich anscheinend falsch. Stürzt. Hier bin ich richtig. Ist echt blöd, dass die hier dauerhaft immer wieder spawnen. Doppelte Punktezone. Ja, da hinten steht er. Tür auf. Oh. Hey, ich wollte das zusammenbauen. Anscheinend können Druiden das nicht zusammenbauen. Ey, ich meine, also echt nervst. Elf Minuten darf ich die Aufnahme jetzt nur noch lang machen. Dürfte ich so das Zeitliche erreicht haben, wenn ich dann den ersten oder zweiten Teil dieser Folge dann später zusammenschneide. Ich muss mir dann nur zwischen dieser und der nächsten Folge noch markieren, dass das halt, dass die zusammengehören. Nicht, dass ich dann aus Versehen meine 8-Minuten-Folge hochlade und dann eine, die nur 11 Minuten, nochmal 11 Minuten geht. Meistgifte. Yoda ja an der Stelle sein, wo. Oh Gott, ist hier viel los. Au. Ich habe gerade so einen Stein erwischt. Unten. Ula. Es kann auch sein, dass ich tatsächlich schon in die komplett falsche Richtung gerannt bin. Nee, da oben komme ich ja gar nicht hin. Dann ist er tatsächlich in der andere, in andere Richtung irgendwo. Da brauche ich ja jemanden, der einen kleinen Charakter brauche ich und so einen habe ich nicht. Dann kann er nur in der andere Richtung sein. Wo? Da oben. Na, ob ich den noch kriege? Mist. Komme ich da am besten hin? So. Das war ja was. Erste Mal, dass ich in die falsche Richtung gerannt bin. Das, obwohl ich ja nicht mal die Richtungen kenne. War es ja zu erwarten. Noch vier, dann bin ich durch. Nee. Auch wenn ich bezweifle, dass da hier direkt steht. Nee.
Wen suche ich gleich nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. C3PO? Wird mir gerade nicht angezeigt. Ich habe gerade wirklich einen Aussetzer. Ich habe gerade vergessen, welchen ich hier gerade überhaupt suche. Da geht es anscheinend nicht lang. Das frisst vor allen Dingen auch einen Haufen Zeit, wenn ich abkacke. Kann sein, dass ich mich hier tatsächlich erstmal wieder zusammenbauen muss. Deswegen finden habe ich dann auch nicht direkt, also echt, gefunden. Wurde mir halt nicht angezeigt. Ne? So langsam gehen mir wirklich die Ideen aus. Glück gehabt. Wenn ich den rechten genommen hätte, die Zeit vermutlich nicht mehr gereicht. Am meisten nerven tun hier allerdings diese ganzen Gegner, die hier die ganze Zeit spawnen. Das ist eine unaufhörliche Menge an Gegnern, die man hier andauernd vor der Nase gesetzt kriegt. Das ist wirklich schwierig. Den tue ich noch nicht. Natürlich, beim letzten Teil werde ich gekillt. Können wir erst den Vorstuhl nehmen. Nee, das ist ja dafür, die Tür ist hier hinten. Ich komme näher. Ist halt nur die Frage, ist der hier draußen auf der Plattform oder da hinten irgendwo? Ah, ich komme hier ja gar nicht hin. Ich glaube, der ist tatsächlich irgendwo da hinten. Aber nochmal, um sicher zu gehen. Ach ne, hier steht er. Yeah.
Okay, da würde ich sagen, sind wir erstmal wieder für heute fertig und wir werden in der nächsten Folge dann die letzten zwei, waren es zwei? Ja, die letzten zwei Kopfgeldjägerjagden abschließen und dann geht's, ja, mal sehen mit dem weiter, mit dem es dann weitergehen wird. Mal sehen. Bis dahin, tschüss.